für viele völlig aus dem Nichts hat der ehemalige Weltfußballer Cristiano Ronaldo in einem Interview mit Piers Morgan mit gefühlt allen rund um Manchester United abgeschlossen. Im englischen TV-Sender Talk TV hat er unter anderem gegen den aktuellen Manchester United-Trainer Erik Ten Hag sowie dessen Vorgänger Ralf Rangnick geschossen. Doch auch sein Freund und Ex-Kollege Wayne Rooney und viele aktuelle Spieler von Manchester United mussten darunter leiden. Das Brisante dabei ist Ronaldos Vorgeschichte. Vor seiner Zeit bei Real Madrid hat sich der Portugiese mit der Nummer 7 in die Geschichtsbücher des englischen Topclubs geschrieben. Nach vielen Jahren auf internationalem Parkett kam es endlich in der Vorsaison zur großen Rückkehr nach Man U, nachdem er sich laut Medienberichten aber beim Lokalrivalen Manchester City angeboten hatte. Angeblich hat ihn sein Ziehvater Sir Alex Ferguson dann überzeugen können, doch zu United zurückzukehren. Ronaldos Comeback-Saison wird sehr kontrovers diskutiert. Die einen loben und feiern ihn für seine 18 Tore, die er trotz einer schlechten Mannschaft geschossen hat. Das andere Lager kritisiert ihn aber dafür, dass Man U eben im Aufwind war, bevor er kam und er den Verein genau wie Juventus Turin davor durch seine egoistische Spielweise erst recht schlecht gemacht hat. Quasi nach dem Motto, ohne ihn hätte Man U als Kollektiv deutlich mehr als diese 18 Tore gemacht. Ronaldo hat diese Kritik nicht kalt gelassen, denn immer wenn ihn jemand kritisiert hat, sei es ein Jamie Carragher oder selbst ein Ex-Teamkollege aus seiner ersten glorreichen Man U-Periode wie Gary Neville, hat er vor laufender Kamera diese Leuten den Handschlag zum Beispiel verweigert. Seine Fans haben diese Momente gefeiert, doch für einen erwachsenen Mann, der zu Recht zu den Besten aller Zeiten gehört, ist es einfach nur peinlich und zeugt von Kritikunfähigkeit. Cristiano Ronaldo ist auch mit 37 einer der ehrgeizigsten Spieler der Welt. Er hat bei Man U zwar in der Vorsaison die meisten Tore erzielt, doch sein Anspruch ist es immer eigentlich um Titel mitzuspielen. Weshalb seine Frustration natürlich verständlicherweise sehr groß war nach der vergangenen Saison, wo man sich nicht mal für die Königsklasse qualifizieren konnte. Bei all der Kritik, die man Ronaldo vorgeworfen hat, darf man ihm nicht vorwerfen, dass er nicht ambitioniert ist, dass Ronaldo nicht ehrgeizig ist. Ronaldo ist wohl mit 37 hungriger auf Erfolg als seine restlichen Mitspieler. Und hier kommt nun der nächste Punkt, die Champions League. Als Mr. Königsklasse und ewiger Rivale von Lionel Messi möchte er natürlich bis zu seinem letzten Atemzug als Profifußballer in diesem Wettbewerb mitspielen und seinen Torrekord ausbauen, damit Messi ihn sich nicht auch noch holt. Man United hat sich aber eben nicht für dieses Turnier qualifiziert, also kam es im Sommer dann zur ewigen Transfergeschichte, die wir alle mehrmals gehört haben und jetzt wahrscheinlich neu losgeht. Cristiano Ronaldo wollte den Verein verlassen und sich einem Königsklassenclub anschließen, wofür er inzwischen auch bereit war, auf Gehalt zu verzichten. Doch das erste Problem war, dass Man United ihn nicht gehen ließ. Die Medien haben von vielen Gerüchten und Angeboten geschrieben, die mal mehr und mal weniger der Wahrheit entsprochen haben. Zum Beispiel wollte Todd Bowley von Chelsea, der neue Präsident, angeblich unbedingt Ronaldo holen, doch Thomas Tuchel hat sein Veto eingelegt, weshalb dann im Endeffekt auch Tuchel entlassen wurde, nachdem er sich nur einen einzigen Ausrutscher erlaubte. Die Bayern wurden im Minutentakt mit Ronaldo in Zusammenhang gebracht, da sie erst im vergangenen Sommer ihren Starstürmer Robert Lewandowski an Ronaldos Ex-Rivalen FC Barcelona verloren haben. Zwar haben sich einige dafür ausgesprochen, doch Oli Kahn und der Präsident machen sehr früh klar, dass der Transfer einfach keinen Sinn macht. Ronaldo passt überhaupt nicht zu Bayern, nicht zur Spielphilosophie, aber auch nicht in das Gehaltsgefüge. Es gab sogar eine Petition von Borussia Dortmund-Fans, die forderten, dass man Ronaldo in den Signal Iduna Park holen soll. Sporting Lissabon, Napoli, sogar Atletico Madrid und Diego Simeone oder Galatasaray. Viele Vereine wurden mit ihm in Verbindung gebracht. Doch wie schon gesagt, das erste Problem war, dass Man U ihn gar nicht gehen lassen wollte und sein Veto eingelegt hat. Das zweite und eigentlich für Ronaldos Ego noch größere Problem war folgendes, dass ihn auch nicht wirklich jemand holen wollte. Ein ernstes Angebot oder Interesse von einem Champions League Club blieb aus. Es war sogar so extrem, dass der Sporting Lissabon Trainer Ruben Amorim mit einem Rücktritt gedroht hat, sollte man Ronaldo holen. Stellt euch das mal vor, Ronaldo hat seit Jahrzehnten gesagt, dass er seine Karriere bei seinem Jugendclub Sporting Lissabon beenden möchte und dann zeigt sich der Trainer von Lissabon, wo er von 97 bis 2002 gespielt hat, mit so vehementem Widerstand. Dass Ronaldo nach all dem frustriert ist, ist eigentlich nur verständlich. Die Emotionslage von Ronaldo war jedoch bereits seit April des Jahres stark angeknackt, denn im April hat er einen fürchterlichen Schicksalsschlag erlitten. Bei der Geburt seiner Kinder starb leider eines der Zwillinge, mit denen Georgina Rodriguez schwanger war. Auf Twitter teilte Ronaldo folgende Sätze mit. In tiefer Trauer müssen wir verkünden, dass unser kleiner Bub gestorben ist. Es ist der größte Schmerz, den Eltern empfinden können. Nur die Geburt unseres kleinen Mädchens gibt uns die Kraft, diesen Moment mit Hoffnung und Glück zu überstehen. Es war ein grauenhafter Moment,
den man wirklich niemandem auf der Welt wünscht. Dieser fürchterliche Schicksalsschlag, die Diskrepanz zwischen Manchester Uniteds erreichten Zielen und Ronaldos Ambitionen, den zunehmenden Kritikern in öffentlichen Medien, die teilweise auch vom eigenen Lager, also seinen Ex-Mitspielern kommen wie Wayne Rooney oder Gary Neville, die ständig auf Ronaldo dreschen und dies bis in den aktuellen Herbst eskalierte, die fehlende Wechselerlaubnis sowie das Gefühl, als einst bester Spieler der Welt sowieso von keinem anderen Champions League Club gewollt zu werden, haben Ronaldo zu dem Punkt geführt, an dem er nun angelangt ist. Ronaldo verlässt am 1. August gemeinsam mit anderen Spielern das Testspiel gegen Rayo Vallecano vor Spielabpfiff. Im Oktober wiederholt er dies in einem Premier League Topspiel gegen Tottenham, was von seinem Trainer Erik Ten Hag gar nicht mehr geduldet wird. United hätte zu dem Zeitpunkt noch zweimal wechseln können. Berichten zufolge soll sich Ronaldo aber geweigert haben, eingewechselt zu werden, da er es für eine Respektlosigkeit gehalten hat, so kurz zu spielen und so lange auf der Bank gewesen zu sein. Man kann sich nun darüber streiten, ob Erik Ten Hag und Man United den richtigen Umgang mit Ronaldo hatten. Doch vollkommen unverdient ist Ronaldos Reservistenrolle auch nicht mehr. Sir Alex Ferguson hat in der Vergangenheit mehrmals gesagt, kein Spieler ist größer als der Verein und das trifft auch auf Ronaldo zu, das trifft auch auf Messi zu und alle anderen Spieler. Nach einem holprigen Saisonstart liegt man nun mit 26 Punkten auf Platz 5. Wenn man Ten Hag genügend Zeit gibt, könnte er sich wie Mikel Arteta auch beweisen. Auch Arteta hat sich in seinen ersten Jahren sehr unbeliebt gemacht durch seine autoritäre Art. Publikumsliebling Pierre-Emerick Aubameyang musste zum Beispiel darunter leiden. Doch es hat sich ausgezahlt und die Gunners wirken heuer besser als je zuvor im letzten Jahrzehnt. Der Name Cristiano Ronaldo ist jedoch ein viel größerer Name als Aubameyang. Hat sich Ten Hag also respektlos gegenüber Ronaldo verhalten oder nicht? Wer weiß, das könnt ihr gerne in den Kommentaren spekulieren. Doch Ronaldos Aktionen waren auf jeden Fall auch respektlos, denn egal wer du bist, du verlässt nicht vor Spielschluss das Stadion. Schon gar nicht als Führungsspieler, Identifikationsfigur, Fußball- und Manchester United-Legende. Und was du auch auf keinen Fall eigentlich machen solltest, egal wer du solltest nicht als Spieler eines Vereins, wo du Gehalt verdienst, einen öffentlichen Auftritt hinlegen, indem du gegen dein aktuelles Team, deine aktuellen Teamspieler und deinen aktuellen Trainer schießt. In einem Interview auf dem englischen TV-Sender Talk TV hat der Portugiese gemeinsam mit Piers Morgan, der auch ein extrem kontroverser Mensch ist, gegen gefühlt alle geschossen, die es bei Manchester United aktuell gibt. Über Ralf Rangnick, der von Dezember 21 bis Mai 2022 als Coach fungierte, hat Ronaldo gar keine guten Erinnerungen. Hier sagt er zum Beispiel, wenn man nicht einmal Trainer ist, wie kann man dann bitte Boss von Manchester United sein? Nachdem der Club Ole entlassen hat, holen sie einen Ralf Rangnick, was niemand versteht. Dieser Typ ist nicht einmal Trainer. Ein großer Club wie Man United bringt einen sportlichen Direktor, der nicht nur mich, sondern die ganze Welt überrascht. Zum aktuellen Trainer Erik Ten Hag sagte Ronaldo im Interview zu Piers Morgan, ich habe keinen Respekt vor ihm, weil er mir gegenüber auch keinen Respekt zeigt. Wer mich nicht respektiert, für den werde ich auch niemals Respekt haben. Aber auch die Verantwortlichen des Clubs kritisiert er, da sie ihm angeblich misstraut haben sollen und keine Empathie gezeigt haben, als seine Tochter im Juli ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Ich denke, die Fans sollten die Wahrheit wissen, sagte Ronaldo. Wenn das stimmt, dann ist es natürlich sehr traurig, doch nur einer der wenigen Punkte, wo Ronaldo eine bessere Behandlung wirklich verdient hätte. Weiters kritisierte er auch die Clubführung und sagte, ich will das Beste für den Verein, deshalb bin ich zu Man United gekommen. Aber es gibt jetzt einige Interne, die nicht helfen, ein Top-Level wie bei Man City, Liverpool und sogar jetzt Arsenal zu erreichen. Ein Verein von dieser Größenordnung wie Manchester United sollte meiner Meinung nach an der Spitze stehen und das tut er leider nicht. Ronaldo sagt, dass er dieses Interview führt, weil er Manchester United liebt. Er meint, dass die Leute blind seien, die nicht sehen können, dass es beim Rekordchampion keine Entwicklung mehr gibt. Ronaldo spricht sogar von Extremen und meint, dass er sich von Man United verraten fühlt. Auf die Frage, ob man ihn aus dem Verein drängen wolle, antwortete er, ja, nicht nur der Trainer, sondern noch zwei, drei weitere Jungs im Verein. Und nicht nur dieses Jahr, sondern auch voriges Jahr. Sein Ex-Teamkollege Wayne Rooney gehört auch zu Ronaldos größten Kritikern in der aktuellen Spielzeit. Doch nicht mit unnötigem Hass, sondern eigentlich mit konstruktiver Kritik. Und auf Rooneys Kritik äußerte sich Ronaldo damit, dass er nicht verstehe, warum er ihn so kritisiert. Liegt es eventuell daran, dass er seine Karriere schon beendet hat und Ronaldo noch auf Top-Niveau spielt. Und dann macht er noch einen Seitenhieb und stellt den Fakt in den Raum, dass Ronaldo ja viel besser aussieht als Rooney. Mit solchen Aussagen macht er sich leider nur zur Witzfigur. Das sind Argumente auf dem Niveau einer Grundschulklasse und von den Instagram-Posts von Ronaldos Schwestern möchte ich im heutigen Video gar nicht beginnen zu reden. Ich kann mir echt nicht vorstellen, wie Ronaldo bei Man United noch eine Zukunft haben kann nach diesen Aussagen.
ManU hat bereits reagiert und ihm eine Geldstrafe in Millionenhöhe verordnet. Das ganze 90-minütige Interview wird in zwei 45 Minuten langen Teilen veröffentlicht, zu einem Zeitpunkt, wenn Ronaldo mit Portugal bei der WM verweilt. Ist es ein Promo-Move, um die ganze WM-Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen? Ich glaube nicht. Dafür ist die ganze Aktion viel zu groß. Der Zeitpunkt für so ein Interview könnte ganz schlecht sein. Weder für seine Wechselambitionen noch für United, aber auch schon gar nicht für Portugal und die WM. Ronaldo hatte wahrlich kein gutes Jahr. Kind verloren, Trauer, sportlich schlecht gespielt. Das andere Kind wurde krank. Offensichtliche Probleme im Verein mit der Clubführung, dem Trainer und den Mitspielern. Keine Perspektive ohne Königsklasse und ohne um den Titel mitspielen zu können. Gleichzeitig nähert sich Ronaldo immer mehr seinem Karriereende, auch wenn er es noch nicht wahrhaben möchte, in einer Art von Midlife-Crisis wieder schon stecken. Ronaldo und sein Team sollten genug Medienerfahrung haben, um zu wissen, was diese Reaktionen und vor allem dieses Interview für Konsequenzen haben werden. Ronaldo wäre nicht dort, wo er ist, wenn er nicht Nerven aus Stahl und seine Ambitionen gehabt hätte in seinem Leben. Weshalb es wirklich sehr enttäuschend ist, dass er sich dieses Jahr so verhält, wie er es eben tut. Manchmal ist es halt besser, seine Klappe zu halten und seine Antwort auf dem Trainings- und Fußballplatz zu geben. Denn wie Sir Alex Ferguson schon gesagt hat, niemand ist größer als der Verein. In der jetzigen Spielzeit bringt es Ronaldo auf 16 Einsätze und 3 Tore in der Premier League. In der Startelf stand er nur 4-mal. Ten Hag hat immer wieder betont, dass Ronaldo eine Rolle spielt und spielen wird. Doch wie sich herauskristallisiert hat, war es immer Ronaldo, der seine aktuelle Rolle als Respektlosigkeit angesehen hat und daher wiederholt für Unruhe gesorgt hat. Deshalb wäre es nur verständlich, wenn ManU endlich die Reißleine zieht und Ronaldo gehen lässt. Laut aktuellen Medienberichten scheint es eh so, dass Erik Ten Hag gesagt hat, er möchte Ronaldo nicht mehr spielen lassen. Einen unschönen Abschied wird man vermutlich leider nicht mehr vermeiden können. Doch Ronaldo über den Winter hinaus zu behalten, wäre nach all dem, was sowohl hinter den Kulissen, als auch nun vor der Kamera, wie zuletzt bei Piers Morgan Interview passiert ist, ein großer Fehler. Eines dürfte aber sicher sein, Leute, die Bayern werden ihn nicht holen, bei Choupo-Moutings atemberaubender Form aktuell.